Heute im Maultaschentest die original schwäbischen Maultaschen von der Firma Settele. Die Maultaschen haben auch das Logo, dass sie geografisch geschützte Herkunftsbezeichnung haben. Dann steht hier noch drauf, dünner Teig, großer Geschmack. Keine Geschmacksverstärker, keine Konservierungsstoffe. Die Zutatenliste sagt 20% Schweinefleisch in der Füllung, dann Spinat, Weizenmehl, Speck, Stärke, Vollei, Petersilie, Gewürze, Stabilisator, Hefe ist drin, dann Zucker, Traubenzucker, Gewürzextrakte und der Teigmantel sieht ganz normal aus, hat Weizengrieß, Trinkwasser, Vollei. Ich mache die Packung jetzt mal auf und dann gebe ich gleich eine ins Wasser. Von außen sehen die Maultaschen eigentlich recht schön aus. Hier auch mit dem Muster an der Seite, aber ich gebe jetzt mal welche ins Wasser, damit wir sie auch gleich warm probieren können. Und die schauen wir uns gleich an. So sieht der Anschnitt aus. Die Maultaschen sind auf jeden Fall nicht gerollt, sonst hätten wir auch Teig in der Mitte. Die Masse ist schon wieder ein bisschen, fühlt sich ein bisschen an wie so ein Gemüsemix oder wie so ein Gemüsebrei. Ja, die Masse ist wieder ein bisschen weich. Man sehen kann, hier sieht man die Brotwürfel, die hier drin sind. So, jetzt habe ich hier die warme Maultasche. Schauen wir uns die nochmal an. So sieht das Schnittbild aus. Ich finde, das sieht ein bisschen aus wie bei einem Knödel. Hier sieht man jetzt auch deutlicher das Weißbrot, das in der Maultasche ist. Aber ich probiere die jetzt mal. Riechen tut die Maultasche nur ganz leicht nach Petersilie. Die Gesamtbewertung der Settele Maultaschen ist 0 Sterne. Ich habe eigentlich in allen Punkten was abgezogen. Beim Geruch habe ich was abgezogen, weil es einfach nur nach Petersilie gerochen hat. Eventuell ein bisschen Spinat, aber ja, hat jetzt nicht wirklich wie eine Maultasche gerochen, fand ich. Dann beim Aussehen habe ich was abgezogen, weil man einfach nur diese Weißbroteinlage gesehen hat, kein wirkliches Fleisch gesehen hat. Und ja, die Masse sah ein bisschen mehr aus wie, ja, wie so ein Kartoffelpüree oder so. Beim Geschmack habe ich was abgezogen. Ich fand, die Maultaschen waren jetzt nicht so, wie eine Maultasche sein sollte. Ich fand, die waren ein bisschen fad, die waren ein bisschen langweilig. Bei der Textur habe ich was abgezogen, weil es einfach, wie ich vorher schon gesagt habe, so eine püreeartige Masse war, einfach ein bisschen fester. Einfach nicht schön bissfest, wie eine Maultasche sein sollte. Wenn du noch Maultaschen hast, die ich auf jeden Fall testen sollte, dann schreib es bitte in die Kommentare. Und ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal.